schaffe ich es in 24 Stunden Penspinning zu lernen. Also Penspinning habe ich tatsächlich noch nie gemacht, aber gehört hat man es ja überall. Es gibt ja überall Videos und auch im Unterricht gibt es immer die Person, die den hier kann. Also ich bin eigentlich ziemlich talentiert, was es angeht, Skills zu lernen. Problem, also ich konnte mir, aber ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl, den Stift so durch meine Finger laufen zu lassen. Wir haben jetzt auch ganz genau 13.37 Uhr. Also heißt, morgen um 13.37 Uhr muss ich gucken, wie weit ich damit gekommen bin. Also das Erste, was ich mir überlegt habe, einfach rumprobieren. Ich habe einfach irgendwie versucht, ein bisschen ein kleines Gefühl dafür zu entwickeln, wie es halt ist, wenn ich den Stift durch meine Finger wirbel. Ich habe mich jetzt auch bewusst für so einen Bleistift entschieden, anstatt jetzt einen Kuli zu nehmen oder so, weil bei einem Kuli ist das Gewicht ein bisschen anders verteilt. Bei einem Bleistift habe ich hinten halt eigentlich auch noch so ein Radiergummi-Dings, aber das habe ich jetzt halt auch abgemacht, weil es einfach abgefallen ist. Und deswegen will ich es einfach probieren. Aber es ist schon komisch. Wir machen dann erstmal etwas Recherche. Also wir checken erstmal ab, wie die ganzen Profis das machen. Ich glaube, ich habe eigentlich ein ganz interessantes Video gefunden. Checken wir das mal ab, gucken wir mal rein, wie die Profis das machen. Oh, Digga. Ich bin mal gespannt. Yo. What the fuck? Ja, okay, Digga. Digga, was? Der Junge, was zur Hölle? Ja, aber die haben halt auch so voll die perfekt ausbalancierten Stifte, Digga. Die haben auch Stifte, wo am Anfang und am Ende halt, wo da halt so Gewichte dran sind, dass er dann sich so richtig so, ne, dass man es halt mega spürt, so dieses. Nee. Junge, wie zur Hölle soll ich das mit dem scheiß Bleistift hinkriegen, Digga? Walla Krise! Okay, also das Erste, was ich mir überlegt habe, war, ich sollte mir vielleicht erstmal einen Move aussuchen, der nicht so wirklich schwer ist und der auch nicht viele Kombinationen erfordert. Also habe ich mir überlegt, den ersten Move zu wählen, wo ich mir den Stift einfach nur über den Daumen schlagen muss. Dabei ist es einfach nur wichtig, den Stift Richtung Tisch zu halten, also dass er nach unten zeigt und man einfach nur eine kleine Snap-Motion macht. Also ein bisschen wie, als würde man schnipsen, nur weniger feste. Also das Video, was ich jetzt geguckt habe, ist jetzt tatsächlich zu Ende. Natürlich hat er so einen Ultra-Profi-Stift, wobei das halt richtig ausbalanciert ist. Aber ich habe jetzt das, darauf werde ich mich jetzt erstmal ein bisschen konzentrieren. Also werde ich jetzt erstmal für den Rest des Tages diesen verdammten Pen drehen. Also es sind jetzt ungefähr 7 Stunden vergangen und für diesen neuen Skill habe ich auch ein bisschen Pause gemacht. Ich habe jetzt nicht die durchgehenden 7 Stunden lang daran geübt, sondern ich habe halt auch ein bisschen Pause gemacht, damit ich mir ein bisschen die Motorik halt einprägen kann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es dann am nächsten Tag. Tatsächlich dreht sich der Stift etwas anders als gedacht, beziehungsweise so, wie ich es jetzt vom Video gelernt habe. Ich hatte mir tatsächlich noch 2 weitere Moves ausgesucht. Allein den ersten Move zu meistern ist schon so schwer, dass ich mir gedacht habe, so die 2 anderen Moves werde ich auf gar keinen Fall hinbekommen. Aber solange habe ich tatsächlich ein Gefühl für die Drehung entwickelt. Und das Gute daran ist halt auch, es ist eine super Übung, wenn man gerade dabei ist, zum Beispiel eine Serie oder einen Film zu gucken. Dann kann man sich nebenbei einfach hinsetzen und einfach mit seinen Fingern ein bisschen spielen. Spielen. So, nächster Tag. Ich habe noch ungefähr 1/2 Stunde. Und damit will ich euch jetzt erstmal zeigen, wie weit ich gekommen bin. Also an sich habe ich schon ein relativ gutes Gefühl für den Stift entwickelt. Nur jetzt ist halt auch jetzt halt auch wichtig, ich bin halt vorhin erst aufgestanden. Und da muss ich natürlich meine Hände erstmal wieder ein bisschen reinkriegen so. Aber an sich finde ich, ist halt Penspinning eine super, das ist halt einfach ein super Ding zu tun, wenn man halt nichts zu tun hat so quasi. Wenn man im Unterricht sitzt und man hat nichts zu tun oder wenn ich zum Beispiel hier chill und ich gucke mir halt Videos an, dann kann ich einfach nebenbei so einfach ein bisschen Penspinnen so und das ist eigentlich ein ganz cooles Gefühl. Vor allem, wenn man weiß, dass man den Stift halt wieder aufgefangen hat. Also abschließend kann ich auf jeden Fall sagen, probiert das einfach aus. Man kann jetzt hier ungefähr sehen, wie weit ich in 24 Stunden gekommen bin
Und ich finde, darauf kann ich auch relativ stolz sein. Denn man sieht auch die ganze Zeit, dass ich den Stift jetzt viel sicherer fangen kann, dass ich den Stift viel sicherer in meinen Händen bewegen kann. Und es fühlt sich einfach super cool an. Vor allem, wenn man halt nebenbei einfach ein bisschen chillt mit Freunden oder sich irgendwas anguckt oder so und dann einfach mit dem Stift einfach ein bisschen rumwirbelt. Und es ist eigentlich auch ganz cool, das ein bisschen zu zeigen, wenn man diesen Skill halt gelernt hat. So. Und man damit, und das ist halt super easy zu lernen, beziehungsweise man kann es auch seinen Freunden einfach ganz einfach beibringen. Deshalb werde ich jetzt auf jeden Fall weiterhin off-camera immer weiter üben und ich werde euch dann irgendwann ein kleines Update geben und wir werden mal sehen, wie weit sich das noch entwickelt. Vielleicht werde ich ja dann auch irgendwann zum, keine Ahnung, Super-Spinner. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wäre mega korrekt. Abonniert auf jeden Fall und wir sehen uns im nächsten Video.